Hi Leute, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Willkommen zu Proz Enlightenment. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Ja, zum Zeitpunkt der Aufnahme ist das Spiel noch nicht erschienen. Es steht aber unter einer NDA, das heißt, ich darf erst am Erscheinungstag auch mein Gameplay-Material hier zeigen. Es wird am 11. April veröffentlicht, das heißt, auch dann kommt mein Gameplay-Material raus. Ja, was ist Proz Enlightenment? Es ist ein Rätsel-Adventure-Game. Und im Setting vom Kalten Krieg, spielt auch in Russland. Ich glaube, der Entwickler ist auch aus Russland. Und ja, können wir mal die Option mal kurz durchgehen, bevor wir hier wirklich zum Gameplay kommen. Also wir können auch Untertitel einblenden. Momentan ist noch keine deutsche. Da ist es ein bisschen schwierig, das mit der, die hier auch wirklich zu treffen. Da haben wir es. Also man kann Englisch einstellen. Ich glaube, das ist dann Russisch und irgendwelche chinesischen Sachen. Es soll aber Deutsch wirklich nachgereicht werden. Und da bin ich echt gespannt drauf. Und ist auch ziemlich wichtig für viele Zuschauer, dass hier auch eine deutsche Übersetzung reinkommt. Besonders bei so ja, Adventure Games mit einer wirklichen Story. Okay, dann haben wir hier noch Buddy. Also wir können unseren Körper ein- und ausblenden. Ja. Na, komm. Dann können wir einstellen, dass wir sitzen oder halt nicht sitzen. Ich stehe halt hier, wie ihr seht. Dann kann man auch so eine Vignette einschalten. Das geht aber scheinbar nur mit der Oculus. Und ich glaube, das hat was damit zu tun, wenn man geht, dass hier dieser Field of View eingeschränkt wird. Ich möchte mich schnell bewegen, weil mir das andere ein bisschen zu langsam ist. Diesen Punkt habe ich noch nicht rausgefunden, was das jetzt sein soll, dieses Gentle Acclimation. Also ich habe noch keine Veränderungen festgestellt, wenn ich ein- oder ausschalte. Hier können wir, glaube ich, Rechts- und Linkshänder umstellen. Also ich habe jetzt den Locomotion auf der linken und man kann es auch auf die rechte Hand machen. Ist halt für Links- und Rechtshänder. So, Enable Turn. Das ist halt Snap Turn. Und hier kann man dann Smooth machen, dann bewegt er sich halt ganz normal. Und bei Snapturn schaltet er halt einfach um. Ich habe Snapturn irgendwie lieber, deshalb lasse ich das jetzt so. Okay, das wäre es erstmal mit dem Menü und mit den Optionen. Schauen wir uns mal hier um. Das scheint wie so ein Sicherungskasten zu sein. Ist schon ein bisschen unheimlich, wenn man hier einfach so ins Leere guckt. Schauen wir mal, was wir hier für Möglichkeiten haben. Wir haben eine To-Do-List. Satellite Installation in Power-Up, da scheint ein Haken dran zu sein. Okay, das weiß ich jetzt nicht, was sein soll. Deliver Reverberators Delivery. Also, die haben auf jeden Fall auf irgendeine Lieferung gewartet. Dann steht jetzt hier, das ist noch nicht abgehakt. Manually adjust the OSC to match the satellite signal. OSC könnte für Oszilloskop stehen. Das kenne ich, weil ich Elektriker bin. Und dann steht hier Take RJ8 bla 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 vom Dimitri. Okay. Man kann hier echt alles nehmen. Kann man hier jetzt irgendwas abhacken? Nein. Cool, man kann hier echt alles. Kann nicht alles nehmen, aber echt viel. Viele Sachen. Oh, nicht fallen lassen. Kann ich die anziehen? Nein. DG Maintenance Manual, bla bla bla. Aber wir können ja nichts aufmachen, von daher ist das erstmal uninteressant. Ist irgendwo ein Kabel oder so? Keine Ahnung. Lampe einschalten können wir auch nicht. Hier ist ein Powerknopf. Wow! Das ist ja mal cool. Good afternoon, comrades. Today the Moscow Metallurgy Factory, Hammer and Sickle, was honored to have the General Secretary of the Central Committee of the Communist Party, Leonid Ilyich Brezhnev. Jetzt kommt aber nichts von hinten Leonid hier, oder? Leonid Ilyich gave a great speech to the proletarians and did not hold back the handshakes. Last year for the Soviet Union was very productive and included plenty of political and scientific achievements. The docking of the Soyuz and Apollo spacecraft took place. Two countries that were rivals earlier, USSR and the USA, had the first docking of two spacecraft. Does this mean a reconciliation of... Okay, da ging es gerade darum, dass Amerika und
Russland sich im Wettkampf befinden, wer zuerst, glaube ich, wirklich da ein Raumschiff entwickelt, was zum Mond fliegen kann. Das kennen wir ja noch alle von früher. So, jetzt gehen wir mal hier hinten zum Sicherungskasten und schauen mal, was hier so abgeht. Schalten wir einfach mal hier was ein. Oh, okay. Eins, zwei, drei. Okay. Also erste kleine Rätsel. Warte mal. Machen wir den auch aus. So. Zwei. Nein, so. Den an. Okay. Dann probieren wir das mal andersrum. So. Drei. Zwei ist ja sowieso schon an. An. Da. Okay. Dann machen wir den aus. Wow. Ruhig. Okay. Erste Rätsel haben wir gelöst. Click Trigger to press the button and switch toggles. Ja, haben wir ja gemacht, okay. So, jetzt sehe ich da eine Kurbel. Jetzt probieren wir erstmal zu kurbeln. Oh, da kommt was. Okay, irgendeine elektrische. Passiert uns da was? Eine elektrische Schaltung. Pass. UVB 76. Okay, das kann ich nicht nehmen. Wir sehen hier, fehlt irgendwas. Okay. Ich würde sagen, das legen wir erstmal zum Tisch. Wer weiß, für was das noch gut sein wird. Okay. Da passiert irgendwas. Ah, das ist auch das Oszilloskop, glaube ich. Nur Signal. Die Geräusche sind sehr laut. Wow! Euch! Hier sehen wir irgendwie Wetterleuchten. Artificial Radiation and Aurora. Aurora ist, glaube ich, dieses Wetterleuchten. Was haben wir denn hier? Projekt Duga, PR03, Name Anatoly, Engineer. Okay. Platte. Echt cool gemacht. Was haben wir hier? Okay. Legen wir auch erstmal dahin. Boah. Nee. Lass mal. Irgendwelche Kisten, aber kann man auch nichts machen. Steht jetzt auch nichts Interessantes drauf. Okay, da kann man erstmal nichts machen. Kann man hier Stecker können wir einstecken? Kann man den da hinten einstecken? Nee. Okay, reicht nicht aus. Irgendwie Öl oder sowas. Sieht aus wie so ein Kartenlesegerät. Beruhig dich. Okay, da kann man erstmal nichts mehr machen. Da ist noch ein roter Knopf oder so. Nein. Okay. No Signal. Da stand ja drauf, wir müssen das OSC, also die Oszilloskop, warte mal, selber einstellen, damit wir mit dem Satelliten irgendwie verbunden werden. Okay, hier können wir
Ja, weil ich Oszilloskope kenne, hier können wir Kanal A und Kanal B einschalten. Und hier können wir dann halt noch was einstellen. Jetzt haben wir das Problem, dass das Kabel nicht ausreichend ist, ne? Guck mal da oben, Leute. Warte, ich drehe mich mal kurz. Wie soll ich denn da dran kommen? Nee. Nee, never. Ist da was? Ha! Oh Gott! Ich kann es wirklich berühren, wie geil ist das denn? Komm, komm! Da ist noch ein Kabel. Kriegen wir das auch oder ist das? Ja, kriegen wir auch. Das ist cool, das ist echt geil gemacht. So, wir haben jetzt, das sind ja überall Farben, das heißt, wir nehmen mal das Rote mit. Schauen mal, ob wir das irgendwie verlängern können. Und im Blau. Komm. Signaltesting, S to start. Invalid-Signal. Wo ist P? Da. Ah. Okay. Das hören wir uns nochmal an. Also das war Kanal A. Das macht piep, 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 piep. Okay. Schauen wir mal, ob wir das irgendwie hinkriegen. Kanal A. Das ist er sogar schon, oder? Der Sound. Ne, das nicht. Hört sich gut an. Ne, okay. Blenden wir den mal kurz aus. Das hört sich so an wie das. Nee. Und? Was passiert? Testsignal. Enter your name. Wir sind. Entweder sind wir dieser Anatoli hier oder Dimitri. Aber da stand ja, wir sollen von Dimitri irgendwas abholen. Das heißt, wir probieren jetzt mal Anatoli. Anatoli. Enter Passwort. Enter Passwort. Vielleicht hier das? I976. I976. Ah, wir haben doch eben. Warte mal. Wir haben da eben diesen Zettel in dem Schaltkasten gefunden. Pass. UVB76. Okay, probieren wir einfach mal. Wir können ja nichts falsch machen, sag ich mal. Oder ich spreng jetzt hier alles in die Luft. Kann natürlich auch sein. Bei drei Fehlversuchen. UVB76. PR03, bla bla bla. Okay, ja. Sauber. Jetzt gehen wir mal da hinten hin, weil ich habe das Gefühl, dass das Kartenlesegerät da ist. Guck mal, da sind auch so Punkte. Schau mal. Wow. Guck mal, die passen sogar einigermaßen. Ha. Oh, das ist mir zu kalt. Wow, sieht ja echt krass aus. Wow. Anatoli! Over here! Ja, gleich. Hier sehen wir diese riesigen Antennenstation, die es auch wirklich in der Nähe von Tschernobyl gibt. Auch noch vom Kalten Krieg.
Und die sehen wir jetzt hier auch. Das sieht echt genial aus. Bist du Dimitri? Schalt mal kurz dieses langsame ein. It's getting harder to see through the snowstorm. What okay. took you so long? Never mind. Ja, ich hab da gerätselt, Junge. I brought you the spare part you've asked for. Ja, dann gib mal her. Here, take it. I'll be here till the end of my work shift if you need anything. I hope that the weather won't get any worse. See you later, pal. See you later. Hier werden gerade diese Antennenstation gebaut. Boah, kommt die Größe richtig geil rüber, finde ich. Geil gemacht. Okay, gehen wir mal zurück. Und das meine ich, ist echt irgendwie sehr langsam. Das heißt, wir schalten das jetzt wieder ein. Oh, geht schon besser. So, und in dem Kasten hier fehlt uns doch... Genau. Und in diesem Protokoll stand ja eben, wir kriegen von Dimitri RJ bla bla bla. Probieren wir jetzt mal. Oh. Wow. I see. There's not enough voltage. Anatoly, let me help you power this thing up. One cup of warm tea and we will get to it. Ja, warmen Tee würde ich jetzt auch gerne trinken. Anatoly, do you have a cup somewhere around here? Ach, der will eine Tasse haben, okay. Dann lag doch eine, da. A teacup, anywhere? Ja, du musst dich... Dimitri, ruhig. Wie geil ist das denn? Na, schade, dass man jetzt wirklich nicht sah, dass er auch den Tee... Ah, tastes good. Warm. Und was hast du jetzt vor? Anatoly, everyone knows that you are one of the best scientists of enlightenment. Bin ich? Okay. All these things you design and invent serve well the Soviet enterprise. You're a hard worker and a good friend. And I trust you as a friend. All this work we do for enlightenment, it concerns me. They hire more people for the Enterprise, and a few of those who spent years working here simply disappeared. Last week, I had a shift at the Rostock station, where our friend Victor works. And look what I found. Ach so, das bin ich. It has blood on it. Das ist er. It's Victor's watch. Victor. I didn't hear anything about any kind of incidents at Rostock. Have you? We need to know what happened to him. Look, we have to be careful. There is something wrong within the walls of enlightenment. Let's keep an eye out for now and get back to work. Also er meinte, dass Leute verschwinden, die hier längere Zeit arbeiten. Und unser guter Freund Victor ist verschwunden und er hat nur diese Uhr gefunden mit dem Blut drauf. Grab the cable. Connect it to the computer socket. Okay, er will was von uns. Gehen wir mal gucken. Connect the cable. Hallo, vor. Wir hatten da eben noch ein Kabel. Den. Nee, nicht den. Da haben wir jetzt einen gelben. The yellow side should go to the board socket. But do not insert it was gelbes. Yet. Okay, er hat gesagt, ich soll es noch nicht einstecken. Thumbs up when you are ready. Fuck. Let's do this on a count of three. Okay. One. Ja. Two. Three. Three. Wow. Absolutely. Was jetzt?